Ich habe die Möglichkeit bekommen, etwas zurückzugeben von dem, was ich profitiert habe, sei es im Sport, sei es im Beruf. Und es war nicht nur eine finanzielle Unterstützung, sondern auch eine ideelle und ein schönes Erlebnis, können, zu sehen, wie junge Sportler vom Juniorenalter Richtung Weltspitze marschiert ist. Man bekommt ja eine Unterstützung, man will auch etwas zurückgeben. Und zurückgeben kann ich es eigentlich mit meinen Resultaten. Und man will natürlich versuchen, hier möglichst viel Freude zu verbreiten. Und das war ein Anreiz gewesen, nachher die Patenschaft, um hier wirklich eine positive Rückmeldung zu geben. Ich habe es einfach in derselben Zeit, wo die Idee von diesen Sporthilfepatenschaften aufgekommen ist, eine sehr gute Idee gefunden. Weil ich finde, man kann nicht nur quasi Fan, in Anführungszeichen, sind von erfolgreichen Sporten, sondern sie müssen ja zuerst einmal erfolgreich werden. Und erfolgreich werden können sie nur, wenn man sie in jungen Jahren unterstützt. Und so kann man auch, eben wie es Tina gesagt hat, nicht nur finanziell unterstützen, sondern auch irgendwie moralisch das Ganze mit unterstützen. Und ich glaube, das hilft jungen Sportlern, um ja, noch viel mehr sich in das Thema reinzugehen. Die Sporthilfe-Patenschaft hat mir eigentlich sehr viel bedeutet. Zuerst sicher die finanziellen Mittel, die man zur Verfügung hatte, um für Reisen einsetzen zu können. Nachher aber auch sicher das Mentale, dass man sieht, ja, jemand glaubt da draussen an mich, jemand glaubt an mein Talent. Und dann ist man natürlich umso motivierter, um weiter zu trainieren, um weiter an seinem Talent zu feilen. Mir hat es richtig wehgetan, als ich die Scheinbeine sah mit Bläuel. Ich dachte, mein Gott, was muss man für einen Biss haben, um einfach die Schmerzen zu ertragen? Das war ein ganz prägendes Ereignis, als ich dich das erste Mal gesehen habe. Und ich bin wirklich fasziniert, was da alles dahinter steht, bis man jetzt so weit kommt. Ein riesiges grosses Dankeschön an Markus Berter, der mich auf dem Weg unterstützt hat, finanziell wie auch moralisch. Ohne ihn wäre das Ganze sicher nicht möglich gewesen. Also für mich war eindeutig das spannendste Erlebnis, das ich dich konnte beobachten an der Olympiade in Beijing, wo ich extra hingeflogen bin für einen Tag. Und das war eine unheimlich eindrückliche Sache. Es ist das erste Mal überhaupt, dass ich ein Triathlonrennen gesehen habe, live. Ah, wirklich? Ja, das erste Mal. Und ich habe das unglaublich hart gefunden. Bereit, cut. Es ist absolut wunderbar. Oh nein, nochmal, stopp. Hey, ist das ein Scheissdreck. Mit Zeit, oder? Habe ich eine Gage eigentlich, oder wie ist das? Mache ich das gratis? Und ihr mit dem dämlichen Käppchen. Ah, muss ich jetzt schwätzen, oder was? Ja. Muss ich jetzt in die Richtung schauen, wenn du die Frage stellst? Nicht zu mir. Ah, gut. Ja, nein, jetzt muss ich überlegen, was ich sagen soll. Liebe Newcomer, machen doch auch ihr mit bei diesem Programm. Wie heisst es? Sporthilfe-Patenschaft. Okay. Ich würde gerne jungen Sportler mit auf den Weg geben, dass sie sich treu bleiben, dass sie saubere Trainingsmethoden anwenden, ohne Doping. Und ja, jetzt habe ich den Faden verloren von lauter Doping. In 10 Jahren sehe ich mich... Muss ich nochmal von Anfang an am besten haben. So, ja. Mäßig.